Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Machen heute weiter. Ja, bei vielen verschiedenen Sachen mal wieder. Man tut sich so einiges, was auch gemacht werden sollte in dem Sinne. Wir sehen unseren Ginkgo-Biloba im Haus. Ja, das ist eine coole Sache. Eine mega coole Sache. Genauso wie die Chilis hier. Jetzt ist hier das Wasser wieder fast verbraucht. Das heißt, ich werde heute nochmal nachmessen, um zu gucken, was drin ist an messbaren Werten in dem Sinne. Ob wir dann tatsächlich wieder das Ganze mit Dünger auffüllen müssen oder vielleicht mal nicht. Und von daher machen wir das jetzt mal als allererstes. Okay. Weiter geht es. So, pass mal auf. Warum die hier steht, das sage ich euch gleich. Die Monsterer, die müssen wir bei Gelegenheit nochmal umtopfen. So, dann lassen wir uns jetzt mal überraschen. Es ist also nicht mehr viel drin hier, wie wir sehen können. Ich hole das mal raus, dass wir auch die Wurzeln beobachten können. Wir wollen das ja gemeinsam begleiten hier, ne, bei dem Ginkgo Biloba, wie das so funktioniert. Wurzeln sehen richtig gut aus, weiße Wurzelspitzen, alles okay. So, wir versuchen jetzt mal, ob ich das noch so messen kann hier. Mal eben gucken. Ja, steht noch gut 1,5 cm drin. Das so ablesen oder drücken wir mal Hold. Das haben wir jetzt hier 280 Mikrosiemens. Ich hoffe, man kann es lesen. Ne? 280 Mikrosiemens. Das ist natürlich auch wieder ein Phänomen. Ja, okay, also er bekommt wieder aufgedüngtes Wasser. Alter Schwede, wann haben wir das letzte Mal gemacht? Weiß ich jetzt auswendig nicht, ne? Aber wer es verfolgt, weiß es vielleicht. Also das ist schon ein Phänomen, ne? Dass die Pflanze trotz dem sie nicht wirklich viel wächst in dem Sinne, macht ja keine neuen Blätter, ne? Trotz alledem, das Wasser mit die Nährstoffe im Wasser dementsprechend mitverbraucht. Ja, die Pflanze baut das in sich ein. Ne? Mal gucken, was das uns noch bringt in Zukunft. Also es ist schon mal genial zu sehen, dass sie also tatsächlich unter Pflanzenlicht auch im Winter weiter mit Nährstoffen versorgt werden möchte. Ne? Also das können wir auf jeden Fall so schon mal mitnehmen. So, dann kommen wir jetzt nämlich zu der Mini-Chili hier, zu unserem Bonsai-Wäldchen. So wunderschön wächst. Ich weiß heute nicht, muss ich ihn gießen oder nicht gießen. Das Substrat ist noch feucht, aber ich kann mich einfach nicht erinnern, ob ich ihn gedüngt habe oder nicht. Nachmessen können wir hier nicht. Ist nicht möglich. Also machen wir das jetzt mal so, dass wir das mal sehen können, wie ich das da mache. Ich habe jetzt einen großen Untersetzer hier genommen und dort gieße ich jetzt die Düngerlösung hier bei ca. 500 Mikrosiemens in das Substrat hinein, so dass es durchläuft. Also im Prinzip spülen wir das Substrat mit dieser Düngerlösung einmal komplett durch. Und dementsprechend haben wir nicht zu viel drin, sondern genau das, was wir brauchen. Auch hier bei ca. 500 Mikrosiemens. Das funktioniert genial. So, was machen wir mit dem Restwasser? Ja, ihr wisst ja, ich kippe das immer in so einen Eimer rein. Ich verbrauche das aber für andere Pflanzen. Pass mal auf. Dann zeige ich das jetzt mal demonstrativ, was du machen kannst. Moment, wo stelle ich den jetzt erstmal hin? Ach, wo ist der Untersetzer? Moment. Da ist er. So, pass mal auf. Kommst du wieder hier drauf? Und dann nehmen wir einfach unsere Monsterer und die stellen wir jetzt hier drauf. Ups, die Maracuja, so langsam wird die auch zu groß, alter Schwede. So, die stellen wir jetzt hier rein und die kann dann den Rest des Wassers einfach gebrauchen, benutzen, in dem Sinne. Okay. Damit haben wir jetzt unser Chili-Wäldchen, Bonsai-Wäldchen wieder versorgt. Wir gießen jetzt nochmal diese Düngerlösung hier hinein, solange bis der Untersetzer voll steht. Und dann ist er also ja, für 3 Tage in etwa versorgt. Pi mal Daumen. So, ich hoffe, es läuft mir jetzt nicht über. So, ne, dass man das mal so mitnimmt, das ist die Verfahrensweise, wie die Pflanze mehr oder weniger versorgt wird. Mache ich jetzt auch nicht jedes Mal, dass ich es durchspüle. Ich zeige es euch nur, um demonstrativ das klarzulegen, dass wenn man nicht weiß, was Sache ist, ob man zu viel drin hat. Wenn zu wenig drin hat, ist nicht so wild. Ne? Aber wenn du nicht weißt, ob zu viel drin ist, dann spül es einmal durch, auch tatsächlich mit der angegebenen Menge bei ca. 500 Mikrosiemens, wie wir das jetzt machen, nicht wahr? Und dann weißt du ganz genau, dass dann auch nicht mehr drin ist. Denn das Substrat, das Mineralsubstrat hier in dem Fall, speichert nicht so viele Nährstoffe, wie das bei dem Ceramis-Substrat ist, ne? Dieses Tongranulat. Das speichert tatsächlich wesentlich mehr Nährstoffe und von daher ist das hier in der Handhabung natürlich wesentlich einfacher. Ja, unser Chili-Wäldchen macht sich also wirklich prächtig. Das ist so genial. Habe ich auch nicht mitgerechnet, ehrlich, dass das so schön funktioniert. Ne? Das ist so herrlich anzusehen. So, das plüdere ich hier natürlich. Ah, egal, ich stelle gleich wieder an Ort und Stelle, dann kriegt er noch was rein, was jetzt gleich mal rausläuft. Ja, yippie, yay, 1, 2, 3 Früchte hat sie auf jeden Fall schon mal. Ne? Das Wäldchen. So, okay, was machen wir jetzt?
unsere Orchideen hier im Granulat, im Tongranulat, zeige ich heute mal wieder nach langer, langer Zeit. Die Wurzeln haben sich prächtigst entwickelt, ist also herrlich anzusehen. Ne? Das ist also genial, also hier wächst auch eine Wurzel rein mittlerweile schon, läuft, ist okay. Genauso hier auch, das ist wunderbar. Also selbst wenn die Wurzeln abknicken, diese hier ist abgeknickt, ne? Ist nicht so tragisch. Sie wachsen trotzdem weiter, das ist nicht so wild, da brauchst du keine Bange haben in dem Sinne, wenn man eine Wurzel abknickt. Lass einfach dran, die wächst trotzdem weiter. Ja, das klappt soweit ganz gut in der Verfahrensweise hier. Ganz wichtig, nicht zu viel Wasser unten drin stehen haben. Insbesondere natürlich, wenn die Wurzeln, so wie hier bei dem Glas, schon bis unten hingewachsen sind. Ne? Also da darf kein Wasser drin stehen, auf keinen Fall. So, jetzt kommt aber auch hier nicht so viel Sauerstoff rein. Ja, das heißt, wir sollten das Ganze nochmal neu angehen. Das heißt, nicht in einem geschlossenen Gefäß, so wie wir es jetzt haben, wobei es jetzt bis jetzt gut geklappt hat. Ne? Es ist aber tatsächlich nicht optimal. Wir werden bei Gelegenheit diese mal rausholen. Hier hängt das schon ziemlich lange hier drin. Ne? Ist ja auch gut durchwurzelt, dass wir uns dann den Bereich auch mal angucken können, der Wurzeln. Weil es zeigt sich doch, dass am Rand hier auch teilweise die anfangen, ja, schwärzlich zu werden. Das kann aber auch algenbedingt sein. Bin ich momentan nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, weil doch, hier sehen sie eigentlich noch richtig gut aus. Aber zum Teil sind so schwarze Flecken drauf. Ja. Sind das Algen oder vielleicht auch ein Pilz, der sich entwickelt oder wie auch hier, kann man es vielleicht besser erkennen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Von daher würde ich sagen, schauen wir da bei Gelegenheit mal etwas näher rein, um uns das anzusehen. So, das war ja damals hier die Pflanze, die wir abgeschnitten hatten, die Mutterpflanze im Prinzip. Ne? Daraus ist diese Pflanze im Laufe der Zeit entstanden und irgendwann hat sie dann hier auch dementsprechend wieder ein neues Kindle entwickelt. Und ja, haben wir dann später hier eingepflanzt. Das hat soweit ganz gut geklappt. Wie gesagt, wird mit Orchidspray eingesprüht ab und zu, aber sehr selten. Also mittlerweile ist es bei mir so, dass ich das also, ja, vielleicht alle 3-4 Wochen einmal mache. Ne? Öfters gar nicht. So, jetzt hat mir schon wieder eine Wurzel abgeknickt hier. Die war schon abgeknickt. Okay. Ja, also alle 3-4 Wochen, ne? Einmal kurz einsprühen. Das war's. Weil sie haben kein riesenkräftiges Wachstum und von daher brauchen die auch gar nicht viele Nährstoffe. Man sieht es an den Blättern, die sind dunkelgrün, kräftig. Von daher ist das, ne? Am besten beobachten, dann weißt du Bescheid. So, was machen wir heute? Wir haben hier die Orchidee, die am kaputtgehen ist, schon seit langer, langer, langer Zeit. Ne? Und wir haben sie einfach stehen lassen. Und dort hat sie ja vor kurzem etwas gezeigt. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Da werden wir heute auch handeln, um ja etwas zu lernen wieder. Auch bedingt durch einen Kommentar mache ich das heute, um das mal ja demonstrativ zu zeigen, wie man das macht, beziehungsweise auf was man zu achten hat, wenn was. Weiß Bescheid, geht gleich los. Ich zeige euch die Pflanze jetzt nochmal komplett, wie sie aussieht. Sie ist damals hier im Herzen verfault. Damals habe ich noch Orchideen eingesprüht, öfters auch, regelmäßig. Das war nicht so gut, dann ist das Herz verfault und dann haben wir es sein lassen und dann ist das abgetrocknet, hier ausgetrocknet im Prinzip. Und das Ganze ist hier jetzt nach langer, langer Zeit irgendwann wieder rausgetrieben. Entwickelt sich jetzt allerdings sehr rasant, muss ich sagen, verhältnismäßig. Ne? Wurzeln haben sie auch, hat sie auch schon ausgebildet, also der Seitentrieb, der hier dran ist. Hier ist noch ein Blütentrieb im Alter. Der ist noch grün, auch hier ist eine kleine Knospe, die sich entwickelt hier unten. Kann man so nicht sehen. Aber die Pflanze schickt die ganze Kraft hier rein, ne? In die Neuausbildung des Kindle, was sich hier entwickelt. Und von daher wird der Bereich momentan noch vernachlässigt und werden heute, da die Wurzeln mittlerweile, ja, wie lang sind sie? 4 cm ungefähr, lang sind. Und dann würde ich sagen, nehmen wir es heute ab, um sie, ja, ich würde sagen, dann dementsprechend zu einer eigenen Pflanze wachsen zu lassen im Laufe der Zeit. Wie wir da genau vorgehen, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das werden wir im Laufe des Filmes dann jetzt erfahren, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie die Stelle aussieht, wo wir das gleich entfernen. Und von daher hole ich mir das noch ein bisschen näher ran, damit wir das besser sehen können, was dort tatsächlich gegeben ist. Und dann werden wir das Ganze mal abmachen. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie ich da vorgehe. Also auch hier Learning by Doing, ganz klarer Fall, kriegen wir es noch näher. Aber ich denke mal, so ist okay, ne? Ich stelle es jetzt mal nicht heller, weil sonst sind meine Finger gleich wieder ganz weiß. Ne? Okay, so, kriegen wir das jetzt so hin? Ich versuche es einfach mal. Ne? Ja, siehst du wohl. So, also, ich wackel mal an dem Schätzchen hier. Mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Also wirklich ab ist er in dem Sinne noch nicht, dass er jetzt sich lösen würde oder dergleichen. Das heißt, ich muss jetzt also eingreifen. Dazu nehme ich mir jetzt die Schere. Ich wollte das erste Messer nehmen, jetzt habe ich aber auf der anderen Seite hier gegenüberliegend auch eine Wurzel. Ich drehe das mal ganz kurz. Da kommen auch hier mal schön die Blätter sehen, die neuen. Ja, siehst also, hier entwickelt sich tatsächlich auch schon eine Wurzel. Das heißt, ich würde, wenn ich jetzt ein Messer rangehe hier, mit Sicherheit eine der Wurzeln abschneiden. Das möchte ich nicht. Ne? So, pass mal auf. Ich nehme eine spitze Bonsai-Schere in dem Sinn jetzt. Ist
ganz praktisch dafür, ne? So, ich drücke das Schätzchen ein bisschen nach unten hier, dass ich so einen kleinen Riss hier sehen kann in dem Sinne. Und dann werde ich dort versuchen, das direkt an der Pflanze abzuschneiden. Ganz langsam, ne? Ganz vorsichtig. Also es ist, scheint richtig fest zu sitzen. Ja, vorsichtig. Ja. Ein Stückchen tiefer. So, ganz vorsichtig. Zack, boom, jetzt haben wir es ab. Siehst du wohl. Okay, und das schauen wir uns jetzt dann nochmal ein klein bisschen näher an. Oh, ist schon genial, ne? So einfach kann das gehen. Zack, boom, hast eine fertige neue Pflanze. Okay. Yippie-yay. Ja, und dann beobachten wir die Pflanze weiter. Sie bleibt natürlich stehen, ganz klar. Weil das ist ein schönes Experiment, was im Laufe der Zeit passiert. Wenn, ne? Was passiert denn, wenn? Coole Sache. Vielleicht treibt es ja nochmal irgendwo aus. Okay. So schaut das Schätzchen jetzt aus mit seinen zwei Beinchen. Hier sehen wir die Schnittstelle. Man sieht, man muss wirklich ganz, ganz eng an der Pflanze schneiden, damit man halt hier noch ein Stückchen dran behält, in dem Sinne, ne? Nicht zu nah hier dran schneiden. Und ja, ich gehe fast davon aus, wir können sie hier tatsächlich weiter vorbereiten, weil die Schnittstelle an und für sich nicht wirklich feucht wird, so wie ich mir das vorstelle, wie wir das gleich handhaben werden. So, noch. Zeige euch das so noch mal kurz, dass wir mal hineingucken können in die Pflanze selber. Das sieht schon cool aus. Kräftige neue Pflanze, die sich da entwickelt hat. Das ist schon herrlich anzusehen. Wie gesagt, das dritte Blatt wächst jetzt. Das war das erste hier. Das lange hier, das war das zweite Blatt. Und jetzt kommt dann in der Mitte hier das dritte Blatt schon heraus. Ja, okay. Das heißt, wir können die weiter vorbereiten. Und wie, das werden wir dann jetzt gemeinsam sehen. Gucken, ob was für Ideen ich jetzt komme. Muss ich mir selber erst überlegen. Ich meine, Vorgehensweise weiß ich, aber ich meine, wie, wo, was, ne? Sehen wir gleich. Okay. Ja, super. Hat bestens geklappt. Da kommen wir jetzt zum Aufbau, um die Pflanze ja zu versorgen. Ganz wichtig ist, sie darf nicht im Wasser stehen, ne? Braucht aber Feuchtigkeit, um die Wurzeln wachsen zu lassen. Wie machen wir das? Wir nehmen uns jetzt einen Topf, der ist hier in der Mitte etwas erhöht, das ist ein Orchideentopf und hier einen Untersetzer passenden von der Höhe her. Oder kannst auch einen höheren nehmen, aber es darf dann nicht so viel Wasser drin stehen. Aber sehen wir gleich. So, wir nehmen jetzt unser Tongranulat, das kann man vorher waschen, wenn man möchte. Ich mache es jetzt so, spüle das gleich durch. Das kommt jetzt hier unten rein. Und das könnte auch so funktionieren, aber ich werde es diesmal anders versuchen. Ich werde jetzt Ceramis nehmen, dieses feine Granulat, denn das ist extrem saugfähig. Das ist ganz wichtig. Dadurch erhoffe ich mir, dass eigentlich, ja, dass viel Feuchtigkeit nach oben gesogen wird. Ne? Weil das Ganze ja, wie gesagt, nicht komplett im Wasser steht, sondern nur im unteren Bereich. Und da muss natürlich Wasser nach oben gesogen werden, um eine relative hohe Luftfeuchtigkeit auch zu erzielen. Mal gucken, ob das jetzt so ausreicht, wie ich mir das vorstelle. So, wir pflanzen ihn nicht rein. Nicht, dass du das denkst, ne? Nein. Das Schätzchen wird einfach hier draufgesetzt. Mehr nicht. So, jetzt kommt Wasser dazu. In dem Fall werde ich das jetzt erstmal spülen. Stelle das einfach hier drauf. Kannst du jetzt nicht sehen. Hast Bescheid. So, und spüle das jetzt einmal durch. Dabei machen wir die Pflanze jetzt nicht nass. Die Wurzeln, die kannst du nass machen. Selbst wenn die Pflanze jetzt mal nass wird, ist nicht so tragisch. Das ist nicht so wild. Ne? Aber sie sollte generell nicht ständig nass sein. Also, was ist ja auch Blödsinn, was ich hier mache. Ne? Pass mal. Guck mal hier, legen wir das Ding erstmal an die Seite. Ist doch dann einfacher, ne? Ja, siehst du, learning by doing, ne? Von daher ist das immer am einfachsten. So, das spüren wir das Ganze ein bisschen durch, dass das schön sauber ist. Gedüngt wird logischerweise gar nicht, überhaupt nicht. Nur das machen wir eigentlich sowieso nicht bei den Orchideen. Die werden ja bei uns mehr oder weniger, Moment, stelle ich das jetzt mal hin, mehr oder weniger nur übers Blatt versorgt, ne? So, stellen wir das Ganze hier drauf. Das Schätzchen da drauf. Ja, und das sollte jetzt eigentlich ausreichen, wenn Wasser dazu kommt. Deswegen der Untersetzer. So, jetzt gießen wir das Ding hier einfach voll. Wie gesagt, die Wurzeln stehen nicht im Wasser. Ne, und daher werden sie dementsprechend auch nicht leiden oder faulen. Auch die Schnittstelle dementsprechend steht jetzt nicht im Nassen in dem Sinne. Aber hier kommt jetzt wirklich so viel rein, dass ausreichend nach oben gesogen werden kann. So, und das Ganze kann auch ruhig jetzt einmal austrocknen. Da muss also nicht jeden Tag nachgießen. Ne, dass, sobald nichts mehr drin ist an Wasser, gießt die wieder das Wasser nach, weil das, die können auch tatsächlich mal eine kurze Zeit trocken stehen. Das macht den Orchideen gar nichts. So, ich denke mal, das wird so funktionieren. Ob wir dann jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen anderes Substrat mit reinmachen,
Ich muss gerade überlegen, sollen wir nochmal von den Kügelchen welche oben drauflegen, doch mit? Nein. Ich lasse es erstmal so, um zu gucken, ob es so funktioniert, damit wir das dementsprechend mitnehmen können. Ne? Okay, so der Versuchsaufbau. Nochmal gucken, wie das Ganze dann jetzt tatsächlich funktioniert. Okay, sollte aber laufen. Die Calathea Medaillon, die wir vor kurzem rausgeholt haben aus der Erde und hier ins Mineralsubstrat reingepflanzt haben, in den Lechuza-Topf hier, die Calathea Medaillon. Ja, ich würde sagen, sie schafft es. Ne? Sieht richtig knackig aus, frisch, Blätter hängen nicht runter oder dergleichen. Das funktioniert also tatsächlich genial. Sie hatte ja nicht viele Wurzeln gehabt. Ne? Läuft. So, bei den Orchideen ist aber so, die sollten nicht mitten im Substrat eingepflanzt sein, bis dato. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht geht. Auch durchaus denkbar. Vielleicht sollten wir auch hier noch das grobe Tongranulat mit auffüllen, so ein bisschen. Aber ich möchte erstmal, dass die Schnittstelle kein Wasser bekommt. Und zum anderen gehe ich davon aus, dass die Luftfeuchte, die hier aufsteigt, ausreichend ist. Werde ich beobachten. An den Wurzeln sieht man das ja. Solange die knackig und frisch sind, ist alles okay. Man kann ja auch das Wachstum beobachten im Laufe der Zeit. Sollte das nicht funktionieren oder sich das zeigen, dass es nicht geht, können wir natürlicherweise eingreifen in ein bis zwei Tagen. Das schadet der Pflanze dann nicht. Ne? Was können wir machen? Wir können das Ganze abdecken im Prinzip, wie ein kleines Gewächshaus. Ne? Aber auch hier für Luftzirkulation sorgen, ganz wichtig. Das heißt, zwischendurch mal aufmachen, einmal am Tag, damit mal die Luft getauscht wird, weil im Raum steht die Luft dann doch. Und wenn das noch abgedeckt ist, dann ist das noch schlimmer. Ne? Von daher sollte man ein bisschen drauf achten. Aber ich gehe davon aus, dass es so funktionieren könnte. Von daher lasse ich das erstmal so, damit wir erfahren, was passiert denn, wenn. Darum geht es ja, dafür machen wir diese Experimente. Im Prinzip ist das dann jetzt auch ein Experiment in dem Sinne. Sollte aber laufen. So. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz hier unsere Alokasia nochmal an, denn das sieht mega interessant aus. Das sehe ich das erste Mal, dass sich rein theoretisch ein Blatt entwickelt. Was sich da wirklich entwickelt, ist eine andere Sache. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal etwas näher an und dann werden wir gleich noch gemeinsam eine Umtopfaktion machen. Ja, denn wir haben einen Neuzugang und das gehen wir dann heute auch an. Ich habe sie zwar schon eine Woche, sie stand in Quarantäne und heute gehen wir da auch mal dran. Die Alokasia Amazonica Polly, das ist so eine wunderschöne. Pass mal auf, fangen wir einfach mal ein bisschen tiefer jetzt und schauen uns das ganze Geschehen an. Das schaut jetzt nämlich so aus. Sieht jetzt nicht aus wie ein Blatt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe es zum ersten Mal heute, ne? Von der Entwicklung, was sich da tut, keine Ahnung. Aber das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Normalerweise sollte das ja komplett länglich sein, aber wir sehen hier oben einen dicken Knubbel im Prinzip hier drauf und hier unten ja wie so eine Kugel. Ist das jetzt normal? Kennt ihr das? Ich meine, einige von euch werden die Alokasia sicherlich auch schon mal gehabt haben, die Polly. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Also wie ein normales Blatt sieht das jetzt nicht aus. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass sich aus dem oberen Teil hier das Blatt entwickelt und aus dem unteren Teil der Stängel. Aber das sieht schon ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich sagen. Bisschen merkwürdig, ne? Okay, was soll's. Nehmen wir so erstmal mit, können wir weiter beobachten gemeinsam. Das ist natürlich auch das Schöne an der ganzen Sache. Vielleicht entwickelt sich ja sogar eine Blüte. Aber das wäre natürlich echt ein Wunder. Das wäre echt ein Weltwunder schon fast hier. Okay, nehmen wir heute so mit bei der Alokasia Amazonica Polly. Alter, die ist schon eine hübsche, ne? Richtig hübsch. Okay, müssen wir weiter beobachten auf jeden Fall. Ey, ist schon cool, was man so alles mitnehmen kann im Laufe der Zeit, ne? Wenn man neue Pflanzen mal hat. Okay, vielleicht wisst ihr ja, was die Sache ist, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare, dass wir da vielleicht schon mal ein bisschen schlauer werden. Ne? Allgemein, nicht nur ich, sondern wir alle. Ah, das ist schon cool. Also, ja, mal sehen, was das wird. Kommen wir jetzt zum Neuzugang. Das Ganze hier ist eine Strelitzie. Strelitzie, wer das vom anderen Namen vielleicht auch kennt, Papageien. Papageienblume. So, wo haben wir da hier das Schild? Wer das noch nicht gesehen hat, so schaut das Ganze aus, wenn es mal blüht. Ne? Ja, die Papageienblume. So, dann holen wir ein Schätzchen raus hier aus dem Topf, wie wir das schon kennen, ne? Weil es einfach einfacher ist, das Ganze dementsprechend ins mineralische Substrat zu überführen, zu pflanzen. So, viel gegossen habe ich jetzt gar nicht, seitdem wir sie haben, eigentlich fast gar nicht. Also, und trotzdem ist sie noch feucht. Seit einer Woche, wie gesagt. Ja, pass mal auf, kriegen wir das einfach so ab hier? Oder muss ich das auch spülen, so wie es aussieht? Hier oben sind gar keine Wurzeln, hier oben, hier unten sind dickfleischige Wurzeln. Auch mal interessant zu sehen, ne? Wie das, auch das sieht cool aus, wie das dann im Wurzelbereich ausschaut. Deswegen machen wir das ja auch. Ne? Aber allgemein natürlich erstmal, um tatsächlich die Pflanze umzupflanzen ins mineralische Substrat. Also im Haus tatsächlich wesentlich besser. Pass mal auf,
Wo habe ich denn jetzt den Piekser? Den Piekser hatte ich doch hier vorne. Pass mal auf. Ja, ist schon eine coole Pflanze. Mal sehen, wann die blüht, wie lange das dauert. Ist aber recht kräftig gewachsen, muss ich sagen. Also das sieht schon mal ganz gut aus so. Ja, jede Menge dickfleischige Wurzeln. Alter Schwede, also wissen wir hier auch schon mal, können wir jetzt schon mal mitnehmen, ist eine wasserspeichernde Pflanze im Wurzelbereich. Das heißt, wir brauchen sie gar nicht viel gießen, nicht ständig nass halten. Sie kann durchaus auch mal trocken werden. Ne? Dass wir das schon mal mitnehmen können von dieser Papageienblume. Sie darf also tatsächlich auch mal trocken werden, muss nicht ständig nass sein. Ist sowieso generell bei Pflanzen nicht so gut, wenn sie ständig nass sind. Ne? Von daher ist natürlich bei dieser Art der Pflanze jetzt natürlich von Vorteil, dass sie dann tatsächlich Speicherwurzeln hat. Denn dann kann sie sich selbstständig versorgen, auch wenn sie trocken ist. Okay, pass mal auf. Ich glaube, den Rest spüle ich dann doch jetzt vorsichtig aus hier, um das Ganze sauber zu machen. Und da können wir uns auch ein bisschen näher angucken, gleich das Ganze. Okay, bei dem groben Dreck wollte ich gerade sagen, die grobe Erde, die nehme ich auf jeden Fall ab hier. So, okay, komm, den Rest spüle ich dann eben sauber, damit wir uns das mal ein bisschen genauer ansehen können. Ja, das ist schon eine coole Sache. Okay, Papageienblume. Gucken wir mal ins Substrat rein, ob hier irgendwas ist oder so, aber ich sehe nichts jetzt. Geruch ist auch okay, riecht eher nach Torf. Ja, ist auch Torf, Tatsache. Das kann man tatsächlich riechen, das ist, ja, das ist Torf. Warum kann ich das riechen? Ja, weil ich früher in der Gärtnerei gearbeitet habe, in der Ausbildung noch, und dort haben wir sehr viel mit Torf getopft, ne? Damals noch, und von daher kennst du diesen Geruch natürlich dann, beziehungsweise ich. Okay, also, sauber machen und dann sehen wir, wie es gleich damit weitergeht, mit der Papageienblume. Okay. So sieht's aus, pass auf. Sie hat wunderschöne fleischige Wurzeln, also wasserspeichernde Wurzeln in dem Sinne. Von daher ist ganz wichtig, sie nicht ständig nass zu halten. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten. So, im unteren Bereich sehen wir ein paar Stellen, die sind braun-schwarz. Das heißt, unten am Topf wurde sie mal abgeschnitten, die Wurzeln, die dort herausgewachsen waren. Ne? Ist aber auch nicht so schlimm. Von daher ist das soweit ganz okay. Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, ich meine, sie ist halt ein kräftiges Grün. Ne? Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, ist... Messwerte hier, pass mal auf. Moment, ich muss mal ein bisschen kippen. Wir haben hier 2800 Mikrosiemens drin. Ich habe das also gegossen. Ne? Im Untersetzer steht jetzt ein kleines bisschen Wasser hier drin. Und dort messe ich das nach. Und hier haben wir tatsächlich 2700 Mikrosiemens. Jo, das ist schon heavy, ne? Das ist schon eine ganze Menge. Also die Pflanze wäre auf jeden Fall noch einen ganzen Monat versorgt und wahrscheinlich sogar noch länger. Ja, ist die Strelitzie denn ein Starkzehrer, dass sie das dementsprechend verkraftet? Es kann ja auch nachträglich reingekommen sein, der Dünger, in der Gärtnerei in dem Sinne, ne? Nicht in der Produktion in dem Sinne. Das wissen wir natürlicherweise nicht, ne? Also da müssen wir jetzt mal auch gucken, inwieweit das dann dementsprechend gehandhabt werden kann. Aber wir werden sie einpflanzen auf jeden Fall ins mineralische Substrat und das dort natürlich besser kontrollieren können. Das heißt, hier werden wir auch genauso wie die anderen bei 400 bis 500 Mikrosiemens düngen, im entweder Anstau oder in der Selbstbewässerung. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass da so viel drin ist, alter Schwede. Okay, ist so wie es ist, dann pflanzen wir das Schätzchen jetzt mal ein. Tja. Sieht schon genial aus, ne? Mit den Wurzeln. Das hat schon was. Das sind übrigens zwei Pflanzen. Aber ich lasse jetzt beide zusammen, damit wir auch einen späteren, etwas größeren Horst haben. Ne? Wenn tatsächlich vielleicht eine von den beiden nur blüht oder wie auch immer. Ne? Von daher lassen wir die beiden jetzt einfach mal zusammen. Weiter geht's mit dem neuen Motto Tontöpfe. Ne? Das werden wir jetzt also bei einigen Pflanzen ausprobieren. Dieses Mal habe ich mir auch einen Stein von draußen geholt. Den lege ich jetzt hier einfach auf das Loch, damit uns das Substrat dort nicht herausrieselt. Oh ja, ist schon cool, ne? Ups, das war jetzt glaube ich schon zu viel. Jetzt war ich ein bisschen zu voreilig, oder? Ja doch, das war schon zu viel, siehst du wohl. Oh, da muss ich jetzt noch ein bisschen buddeln. So, siehst du wohl. Wir gucken, dass wir so ebenso tief pflanzen, wie die Wurzeln sind. Ne? Die können durchaus auch ein bisschen oben rausgucken. Das ist nicht so tragisch. Aber bitte nicht zu tief pflanzen, ganz wichtig. So. Pass mal auf, das ist jetzt mal. Ja, da war ich echt ein bisschen zu voreilig, aber was soll's, ne? Läuft doch, geht, siehst du wohl, ne? Ja, meine Güte, Tontöpfe wird auf jeden Fall in diesem Jahr ja ein Thema sein, werden natürlich angesprochen Anfang des Jahres schon, um einfach mal zu gucken, wie die Pflanzen sich da drin so entwickeln. Ne? Denn, ja, weiß Bescheid, warum, wieso, weshalb, ne? Einfach mal auch, um zu gucken, was passiert denn, wenn. Okay, also wie gesagt, nicht zu tief einpflanzen. Das Herz sollte also nicht in der Erde stehen, im Substrat in dem Sinne jetzt hier.
Da achten wir schon drauf und das Ganze kommt in Anstau. So, dieses Mal habe ich das Substrat wiederverwendet. Das heißt also, ich habe das alte Substrat von vorherigen Umlaufaktionen dergleichen heiß gespült und dementsprechend getrocknet und jetzt wiederverwendet. So, also ein bisschen aufpassen, dass nach Möglichkeit keine organischen Bestandteile mit drin sind. Ansonsten kann man das wirklich wiederverwenden. So, jetzt spülen wir das Ganze aber trotzdem noch einmal kräftig durch. Wie bei allen Umtopfaktionen dieser Art, wenn keine Saugwurzeln dran sind oder generell, wenn es aus der Erde, also aus Torf oder aus Kokoserde kommt, nicht düngen erstmal. Ne? Sollten die Sachen umgepflanzt werden aus diesem mineralischen Substrat ins mineralische Substrat und keine Wurzelnverletzung stattfinden, dann kann man sofort wieder mit aufdüngen, so wie man das schon kennt. Ne? Dass man das auch mal kurz mitnimmt. So, ich muss halt wie gesagt einmal noch durchspülen kräftig hier, damit gegebenenfalls noch irgendwas rauskommt, was noch mit drin ist. Aber eigentlich sollte es nicht, weil ich habe es ja heiß gespült und von daher. Aber ich habe es allerdings mit Leitungswasser heiß gespült. Ne? Von daher ist es dann doch besser, wenn ich es jetzt einmal durchspüle in dem Sinne. Ruhig kräftig mit reinem Wasser, Osmosewasser, das wir verwenden. Brauche ich ja eigentlich nicht mehr sagen. Ne? Aber andersrum, wenn ich es nicht sage, dann heißt hinterher wieder, ja, warum hast du es denn nicht gesagt? So, pass auf. An die Seite stellen hier. Nehme ich mir jetzt den Untersetzer, wo das Ganze hineinkommt. So, kommt es jetzt noch? Oh, da läuft doch mal ganze Menge noch raus, alter Schwede. Ja, so, also da bin ich jetzt gespannt mit diesen Tontöpfen, was sich da so zeigt im Laufe der Zeit. So, und den befüllen wir jetzt wieder mit Wasser, den Untersetzer. Allerdings warte ich noch ein bisschen, bis es läuft noch so ein bisschen nach, obwohl so viel kann ja jetzt auch nicht mehr rauskommen. Ne? So, und dann steht das Ganze hier im Anstau. Und das sollten wir dann nachgießen, wenn es verbraucht ist. Man muss nicht ständig nachgießen, aber schon darauf achten, dass wenn es verbraucht ist, die Pflanze nicht eine ganze Woche dann so steht ohne Anstau. Ne? Wenn da wirklich nur ein, zwei Tage kein Wasser drin ist, ist nicht so tragisch. Im Substrat selber ist noch ausreichend Feuchtigkeit für die Pflanze dann gegeben. Das ist nicht so tragisch. Okay, damit haben wir das geschafft. Und dann muss ich jetzt mal eben hier aufräumen. Okay. Noch alles im grünen Bereich. So, meine Lieben, wir kommen zum Schluss. Die Monstera werden wir demnächst auch noch umpflanzen, in Kürze auch. Allerdings muss ich jetzt einen neuen Topf besorgen. Ich denke mal etwas größeren wie den hier, denn dort sind vier Pflanzen drin in einem Topf. Ne? Ich will sie auch beisammen lassen, weil es natürlich schöner ist, wenn immer ein neues Blatt herauswächst, als wenn du eine einzelne Pflanze hast. Aber sie soll dann schon etwas größeren Topf haben. Ja, meine Lieben, mein Gott, was mit den Tontöpfen, das wird eine coole Sache. Gut, sie saugen Feuchtigkeit, sie sind nass. Ne, sind tatsächlich nass, diese Töpfe. Inwieweit sich das dann verhält im Raum, müssen wir beobachten. Ne? Ob da tatsächlich sich Schimmel bildet oder Ablagerung, Auskristallisierung, und hast du nicht gesehen, das werden wir im Laufe der Zeit dann dementsprechend beobachten. Ich gehe fast davon aus, dass es vielleicht ein Vorteil wäre, wenn man dann, wenn irgendwas kommt, sich tut, pass mal auf, ich zeige es einfach mal, dass man dann einfach mal die Oberfläche mit reinem Wasser abspült. Aber wirklich reines Wasser, ne? Osmosewasser oder destilliertes Wasser. Denn wenn du jetzt Kalkwasser nimmst und das damit einsprühst, dann bringt das gleich null, weil dann hast du sowieso weiße Flecken drauf. Und der Kalk verursacht dann dementsprechend auch Schimmelbildung. Von daher, das haben wir auch schon erlebt bei Substraten, wo sich mal Schimmel gebildet hat, hatten wir damals auch mal gehabt. Wenn man das dann mit Osmosewasser einsprüht, die Oberfläche, hat sich das gegessen. Ne? Vielleicht einmal, vielleicht zweimal und dann ist Schluss damit. Das funktioniert also tatsächlich. Und von daher wird es vielleicht auch so sein, aber das werden wir in Erfahrung mitnehmen im Laufe der Zeit. Ne? Weil viel zu viel vorgreifen kann ich da nicht, weil ich da noch keine Erfahrung habe. Aber wenn es das gelingt mit den Tontöpfen, das ist natürlich eine schöne Sache. Das hat schon ein gewisses Flair auch. Und vor allem die Pflanze steht auch stabiler mit so einem Topf als mit so einem Kunststofftopf. Und von daher ist das auch genial. Okay, so. Weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, heute etwas durcheinander, aber hauptsächlich dann doch Zimmerpflanzen, weil es einfach genial ist, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und vor allem, wir sehen ja auch, was passiert im Laufe der Zeit. Genauso wie bei der Alocasia hier, die wir genauso umgepflanzt haben, damals noch hier in diesem Rosentopf. Aber heute würde ich sie auch lieber hier reinpflanzen. Aber hier warten wir mit, die muss erstmal richtig einwurzeln, kräftigen, sich entwickeln. Vor allem das, was sich jetzt hier entwickelt, aber jetzt ein Blatt und eine Blüte, das weiß ich ja noch gar nicht. Wenn das später ausgereift ist, fertig, abgeschlossen, hast du nicht gesehen, ausgeblüht oder wie auch immer, dann werden wir so umtopfen. Das Schätzchen lassen wir jetzt so, wie es ist, da machen wir auch nichts dran. Ne? Da geht es ja richtig gut hier, von daher greifen wir da soweit nicht an. So, ja, war doch schön heute mit den Zimmerpflanzen.
Vor allen Dingen, ja, man lernt echt auch in diesem Jahr noch einiges immer wieder dazu. Vor allem, wie unterschiedlich Pflanzen auch im Erdreich aussehen. Ne? Das ist auch eine interessante Sache. Habe ich jetzt bei unserem Paradiesvogel oder Papageienblume oder wie auch immer, gibt es auch wieder verschiedene Namen, bei der Strelitzie noch nicht gesehen vorher, dass die Wurzeln tatsächlich so aussehen. Allerdings hatte sie auch keine feinen Saugwurzeln. Ob das jetzt normal ist oder nicht, kann ich auch nicht sagen. Das werden wir erst dann in Erfahrung bringen, wenn wir sie umtopfen später, wenn sie größer geworden ist. Ne? Dann werden wir nämlich sehen, wie das dann im mineralischen Substrat aussieht, wie sich das dort entwickelt hat, ob dann tatsächlich dort feine Saugwurzeln gegeben sind. Oder sind die Saugwurzeln, die vielleicht mal früher dran waren, bedingt durch die hohe Salzkonzentration, die wir jetzt gemessen haben, oder beziehungsweise dann im Substrat drin gewesen sind, dass dadurch die Saugwurzeln vielleicht kaputt gegangen sind? Das kann man nur vermuten, das können wir nicht wissen. Auf jeden Fall nehmen wir das so mit, wie es aussieht heute, und werden dann in Zukunft erfahren, wie es da vielleicht tatsächlich aussieht. Ne? Aber auch hier, wie gesagt, nach dem Anwachsen warten, bis sich ein Blatt rausschiebt, das Ganze ja am Wachsen ist richtig. Und dann düngen wir bei 400 bis 500 Mikrosiemens, da bleiben wir also echt bei fast allen Pflanzen hier dabei, außer bei so ein paar Experten. Ne? Ansonsten läuft das damit nämlich sehr gut. Ich glaube, demnächst könnte ich mal ein Update machen aus dem Badezimmer, dass wir uns die Pflanzen mal angucken, alle, wie die sich dort entwickelt haben. Okay? So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Jeden Tag aufs Neue, immer wieder mal. Ja, auch mal neue Pflanzen in dem Sinne. Okay.